Hey Leute, hier ist wieder Tobi von Aqua und dem deutschen Aquas Gaming Kanal. Und in diesem kleinen Vlog nehme ich dich heute mit auf eine Tour und ich werde dir nämlich zeigen, wo mein 60p hingekommen ist. Du hast es gerade im Intro so ein bisschen gesehen, mein 60p steht nicht mehr an seinem Platz. Ich habe es abgebaut, aber ich habe es nicht aufgelöst, sondern es wird weiterleben, es wird nur nicht bei mir weiterleben. Und ich packe das Ganze jetzt ins Auto und wir fahren los und ich zeige dir, wo es hinkommt. Geschafft. So, da hinter mir ist es schon im Auto. Ich habe jetzt alles sicher hier ins Auto geladen. Habe mir beim Einpacken noch mein Objektiv zerdeppert. Also es funktioniert zwar noch, aber es ist schon sehr deutlich beschädigt. An dieser Stelle großer Tipp, wenn ihr mit Fotoausrüstung unterwegs seid. Eine separate Fotoversicherung lohnt sich fast immer, ist nicht sonderlich teuer und deckt nämlich auch solche Schäden ab, wenn man etwas versehentlich fallen lässt. Kommt übrigens bald eh eine neue Kamera. Aber anderes Thema. Also ich mache mich jetzt auf den Weg nach... So, wer hätte es gedacht, wir sind im Zwornkow Remscheid und genau hier wird jetzt mein 60p bald stehen. Was hast du bisher gemacht? Den Step oder den, also den Step One, die immer noch die Anfangsdüngung hast immer. Oder wie weit bist du jetzt mit der Düngung? Ja, alle vier täglich. Also ich habe aber auch den Neutral K benutzt, nicht den normalen. Ja. Und dann halt drei Hübe von jedem von allen ich vier. Ich würde sagen, wir machen es immer, weil wir bisher kein ADA-Becken haben, wo wir die Dünger verwenden. Mhm. Da würde ich sagen, da würde ich es eigentlich am liebsten auch weiterfahren. Also ich denke, die Tendenz wird so sein, weil ich die letzten Male vor dem Wasserwechsel schon leichte Punktalgen auf den Scheiben hatte, was ich sonst nicht hatte. Ja, und eventuell Nitrat etwas erhöhen. Ja. Weil da vielleicht von 3 auf 4 Punkten stößen. Mhm. Müsst aber ausprobieren. Ja. Also. So, und hier steht's jetzt. Hat hier schön den Ehrenplatz bekommen, da wo vorher das ADA war. Das ist jetzt sozusagen das ADA-Setup, was dann hier steht, obwohl das Becken ja gar nicht von ADA ist. Aber es wird auch weiterhin erstmal mit ADA gedüngt hier im Laden. Drüber ist jetzt die Athletis Pro 1, mit der habe ich auch angefangen. Die war bei mir am Anfang ja auch darüber, das ist also kein Problem. Ich habe Thomas gesagt, er kann auch gerne die ONF mal hier haben, wenn er die benutzen möchte für irgendein Becken, einfach so als Leihgabe, damit man die halt auch mal in einem Laden sehen kann. Das wäre ja auch für euch interessant, dass ihr mal die Option hättet, hier vorbeizukommen. Aber das Becken könnt ihr halt ab jetzt hier im Zwornkow Remscheid sehen. Und da steht es jetzt also fertig eingerichtet. Filter ist dran, CO2 ist dran, alles wie vorher, sodass es auch noch gut hier weiter wachsen wird und hoffentlich noch möglichst lange schön hier aussieht. Also wie gesagt, wenn ihr in der Nähe seid, kommt vorbei, könnt ihr euch eins meiner Becken jetzt auch angucken. Und ich habe ja ganz am Anfang schon ganz kurz geteasert, dass an der Stelle, wo bei mir das 60p jetzt stand, jetzt was Neues steht. Und das sage ich dir jetzt. So, Thomas und Roland und das ganze Team vom Zwornkow Remscheid werden sich jetzt gut um mein Becken kümmern. Es wird auch weiterhin erstmal mit ADA gedüngt, habe ich gerade schon mal gesagt. Das ist dann auch so ein bisschen natürlich für den Laden nett, um da halt ein Becken stehen zu haben, was mal damit gedüngt wird, damit man auch alles Mögliche an verschiedenen Düngemethoden zeigen kann. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll und ich freue mich auf jeden Fall, dass das da einen schönen Platz bekommen hat. Schön auf dem ADA-Schrank, sieht schon ganz geil aus eigentlich. Ist auch wirklich ein schöner Schrank dafür, es passt halt genau. Ist ein schönes Setup geworden und ich freue mich, wenn ihr vorbeikommt, wenn ihr Thomas grüßt, wenn ihr Roland grüßt und einfach mal sagt, hey,
Ich wollte mir mal das Becken vom Aqua Owner von Tobi angucken. Fände ich sehr, sehr geil. Macht's einfach mal, wenn ihr hier seid. Ich habe natürlich, da hinten könnt ihr es ja, so im Ansatz sehen. Ich zeige es euch gleich auch noch mal ganz kurz am Ende. Noch was mitgenommen. Und zwar Hardscape für das neue Projekt, was auf dem Schrank des 60P stehen wird. Ich habe gerade schon gesagt, ich zeige es euch jetzt. Und jetzt zeige ich es euch wirklich.